Einsatzhilfen, das ist Happy New Day. Rang 4 gehört an. Hellcats sollte hier in Sicherheit sein, ist nach wie vor überlegen voraus und wird das Rennen nicht mehr verlieren. Hellcat, Ramon Brinkmann gewinnt. Italien Dynamite auf den 2. Saga und der 5-platzierte Liter erreicht, wenn er beendet ist. Siegzeit lautet ein 17-5 von Hellcat. Der überlegene Wann mit 5 Längen. Die weiteren Abstände waren 3,5 Längen, 3,5 Längen und 1,5 Längen. Parade für unser drittes Rennen in der Preis von Nizza. Ein weiteres Rennen der heutigen. Start ist frei, drittes Rennen, der Preis von Nizza mit insgesamt 8 Teilnehmern, nachdem die 5 hier gestrichen wurde. Die 1 Powerpoint, Karlin Swan, die 2 Cantadu, Paul Kuhstreter, die 3 Kans Jean mit Julia Holzschuh, die 4 Torix und Sina Baruffolo, die 6 dann En Vogue und Tom Carton, die 7 Tassilo, Immo Müller, die 8 Karel Gegner. Vor En Vogue an der Spitze, dann Kans Jean und dahinter dann ist Cantadu, 4. Pferd, 5. Position gehört Hanna Hasela, dann Powerpoint und dann Karel Gegner. Ziel hat dann noch eine Runde zurückzulegen. Tassilo weiter vorne, hält das Tempo durchaus auf einem relativ hohen Level. Immer noch 2-3 Längen bis zu En Vogue. Dritte Position verhindert für Kans Jean. Platz 4 dann für Cantadu, dann Hanna Hasela, dann Powerpoint und dann Karel G. Greenwood. Ganz an der Außenseite dann Powerpoint. Karel G. Greenwood vorbei an Tassilo, löst sich hier, macht sich zu einem leichten, zu einem überlegenen Sieg frei. Dahinter Cantadu mit Tassilo im Kampf um das zweite Geld, aber Karel G. Greenwood, überlegene Barriere, gewinnt vor Cantadu, dann Tassilo. Auf dem 4. Platz ist es Powerpoint vor Kans Jean und die letzte Zwischenzeit 18:6. Mach ihr Check 3, ja, wenn du auf die Bahn. Hör mal. Und dann? Wir fetten den hier. Wir fetten du? Er. Seine Pferd. Warum zieht er denn ab jetzt sich das jetzt an? Er hat ja noch 4 Minuten Zeit. Wie bitte? 4 Minuten bis zur Parade. Wir können trainieren. Jetzt ist es kein ganz so schneller Beginner, das andere ist jetzt. Wobei ich glaube, dass es ein ziemlich Man muss sich mal Modell, wir nehmen auf dann White Phoenix, innen James Moko, außen Blackbird und Schlusssicht Fifi Ducassel. Alles ganz dicht beieinander und alle hier fehlerfrei abgekommen in dieser Wahlprüfung. In der Mitte der Bahn Junior Kite, dazwischen die Lücke jetzt für White Phoenix, aber außen James Moko ist überlegen. James Moko völlig überlegen am Ende auf den letzten Metern, gewinnt vor Fifi Ducassel, dein Blackbird auf dem 3. Platz.